unser Transregio 339. Digitale Zwillingsstraße ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Technischen Universität Dresden, die dort auch die Sprecherrolle hat, und der RWTH Aachen. Wir wollen uns in dem Projekt mit der Digitalisierung der Verkehrsinfrastruktur beschäftigen. Fokuspunkt ist die Straße. Es geht darum, perspektivisch ein Instrument zu entwickeln oder die Grundlagen für ein Instrument hin zu einem digitalen Asset Management von Verkehrsinfrastruktur. Professor Oeser war lange Zeit bei uns Mitglied im Profilbereich. Ja, der Profilbereich setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen, sozusagen. Wir kümmern uns um die Verkehrsinfrastruktur, einerseits Bereich Schiene, aber natürlich auch Straße, wie wir es heute gehört haben. Andererseits ist natürlich ein großes Thema im Profilbereich, sind auch die Fahrzeuge oder die Mobilität, die auf der Infrastruktur abläuft. Heute, im Vortrag heute und auch im Transregio, geht es um die Infrastruktur. Es geht letztlich darum, die Infrastruktur nachhaltiger zu errichten und zu betreiben. Da müssen wir, wie in allen anderen Bereichen des Verkehrs, wesentlich ressourceneffizienter in Zukunft werden. Digital Asset Management ist im Gegensatz zu dem Betriebs- und Erhaltungssystem, was wir heute haben, eben ein System, das auf einer ganz anderen Datenbasis steht. Daten werden durch eine mit Sensorik ausgestattete Straßeninfrastruktur automatisch erzeugt und dann über Algorithmen, physikalisch begründete Algorithmen oder auch Algorithmen mit künstlicher Intelligenz ausgewertet. Es wird dann Wissen erzeugt über den Zustand der Bauwerke, über den Zustand der Straße, und das Ganze ist auch prädiktiv. Es wird also letzten Endes eben ein Zustand abgeschätzt, so wie er in ein paar Jahren sein wird. Und das hilft uns dann, um zu investieren, richtige Investitionszyklen abzuschätzen und die Infrastruktur bei optimierten Kosten in einem guten, definierten Zustand zu halten.